Die NATO-Übung Defender Europe 20 sollte der größte Einsatz von US-Streitkräften in Europa seit mehr als 25 Jahren werden. Mit der militärischen Übung sollte gezeigt werden, dass das Bündnis Estland, Lettland und Litauen, die der NATO 2004 beigetreten sind, zu Hilfe kommen kann. Die drei ehemaligen Sowjetrepubliken sind zwar scheinbar westlich orientiert, doch aufgrund ihrer Energieverbindungen, Handelsströme und geografischen Gegebenheiten sind sie nach wie vor Gegenstand eines unauffälligen Kampfes zwischen Moskau und Washington um Einfluss in der Region. Die Lage zwischen Russland und der NATO ist so angespannt wie nie. Was würde also mit den baltischen Staaten passieren, wenn die Spannungen eskalieren und die Beziehungen zwischen Russland und der NATO dort endgültig zerbrechen? Seit Jahrhunderten sind die drei kleinen Ostsee-Anrainerstaaten Gegenstand der Kämpfe zwischen Großmächten. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat sich der Ostseeraum wirtschaftlich stärker mit dem Westen verflochten und alle drei Staaten sind infolgedessen zunehmend wohlhabend geworden. Die baltische Erfolgsgeschichte zeigt jedoch auch die Schwachstellen der NATO in dieser Region auf. Lettland und Estland haben eine gemeinsame Grenze mit dem russischen Festland und das Erbe großer russischer Minderheiten in beiden Staaten führt zu Spannungen in Bezug auf Sprachrechte, Staatsbürgerschaft und Gedenkpolitik. Hybride Bedrohungen stehen im Mittelpunkt, wobei das technikaffine Estland versucht, der Cyberkriegsführung zu begegnen und Lettland sich auf die strategische Kommunikation konzentriert, um im Bereich Informationskriegsführung einen Vorteil zu erlangen. Die beiden baltischen Staaten sind anfälliger für direkten russischen Militärdruck als ihr südlicher Nachbar. Litauen ist der bevölkerungsreichste der drei baltischen Staaten und vielleicht auch der strategisch am wichtigste im Falle eines Konfliktes. Hier, im südlichsten baltischen Staat, würde sich die taktischste Phase eines Russland-NATO-Krieges im Baltikum abspielen. Der Krieg in der Ukraine zeigt erhebliche Schwächen der russischen Armee. Dennoch hätten die baltischen Staaten wahrscheinlich keine Chance, dem russischen Militär zu widerstehen. Die Frage ist also, kann die NATO ihre baltischen Verbündeten vor einer russischen Besatzung ausreichend stärken? Die Übung Defender Europe 20, die Ende März 2020 stattfinden sollte, war ein Versuch, diese Frage zu beantworten. Die Übung sollte die Mobilisierung von mehr als 20.000 amerikanischen Soldaten und die Verlegung von mehr als 13.000 Fahr- und Flugzeugen quer über den Kontinent umfassen. Obwohl die Übungen angesichts der Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 größtenteils abgesagt wurde, sollte die NATO-Übung eindeutig die Fähigkeit des Bündnisses zur Verstärkung des südlichen Ostseeraums demonstrieren. Da die Übung nie wie geplant stattgefunden hat, müssen wir die aktuelle militärische Lage im Baltikum näher betrachten. Der Schlüssel zum Verständnis der Region liegt in ihrer Geografie und vor allem in der Präsenz Russlands in diesem Gebiet. Die Exklave Kaliningrad ist ein Stück russisches Territorium, etwa so groß wie Nordirland. Sie liegt an der Ostseeküste südwestlich von Litauen und beherbergt die russische Ostseeflotte. Das kleine Föderationssubjekt wird gut verteidigt und gilt als die am stärksten militarisierte Region in Europa. Seit Februar 2018 beherbergt Kaliningrad auch Iskander-M-Raketen, die nuklearfähig sind und eine Reichweite haben, die alle baltischen Staaten und ganz Polen abdeckt. Darüber hinaus verfügt die Exklave über umreichende Fähigkeiten zur Zugangsverweigerung und Territorialverteidigung. Dazu gehören Langstreckenraketen, Marschflugkörper, Schiffs- und Flugabwehrraketen sowie Luft-, Land- und Seestreitkräfte. Es versteht sich von selbst, dass Kaliningrad eine entscheidende Rolle bei jeder Feindseligkeit zwischen Russland und der NATO spielen würde. Nach dem heutigen Stand der Dinge sind die US-Militärkommandeure der Ansicht, dass Kaliningrad über genügend Feuerkraft verfügt, um der US-Marine den Zugang zur Ostsee zu verwehren. Das bedeutet also, dass jeder Konflikt im Baltikum hauptsächlich auf dem Landwege ausgetragen werden würde. Das allein ist schon ein entscheidender Faktor. Seit 2014 hat die NATO Abschreckungstruppen auf dem Territorium ihrer osteuropäischen Mitglieder stationiert. Diese als verstärkte Vorwärtspräsenz, kurz EFP, bezeichneten Streitkräfte bestehen aus kampfbereiten Einheiten verschiedener NATO-Mitglieder, die relativ leicht bewaffnet, aber darauf vorbereitet sind, sich im Namen des Verbündeten, den sie vertreten, einer Aggression zu widersetzen. Die NATO behauptet, dass die vier multinationalen Gefechtsverbände in Estland, Lettland, Litauen und Polen,
die jeweils vom Vereinigten Königreich, Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten angeführt werden, die Verluste erhöhen werden, die Russland für eine Intervention im Baltikum zu zahlen hätte. Der Kreml behauptet, dass diese verstärkte Präsenz ein Sicherheitsdilemma verursacht, das nur zu einer Spirale wachsender Spannungen führen wird. Die aktuelle Situation hat dies nur beschleunigt. In den letzten Jahren hat Russland seine Fähigkeiten in den Bereichen Langstreckenangriff, Luftfahrt und Luftverteidigung im Kaliningrader Gebiet mit Mitteln wie dem schiffsgestützten Kalibr-Raketensystem mit einer Reichweite von 2000 Kilometern, zusätzlichen S-400 Langstrecken-Luftverteidigungssystemen und der Lieferung moderner Su-30SM-Kampfbomber verstärkt. Im Jahr 2017 stellte der Kreml seine gesamten Streitkräfte im Rahmen der Großübung Zapad auf die Probe. Zapad, was auf Russisch Westen bedeutet, sah eine Verschärfung der Spannungen mit dem Westen vor und konzentrierte sich auf den Konflikt in den baltischen Staaten. Während der Übung wurden Kaliningrader Küstenverteidigungssysteme live gegen Oberflächenziele eingesetzt und zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg flogen russische strategische Bomber Live-Angriffe auf Bodenziele in der Nähe der litauischen Grenze. Die Spannungen sind aktuell hoch und die militärischen Aussichten für eine weitere Eskalation sind für die NATO nicht günstig. Zwischen der nordöstlichen Spitze Polens und dem südlichen Litauen, zwischen Kaliningrad und Weißrussland, befindet sich ein Landstreifen, der an seiner schmalsten Stelle 66 Kilometer breit ist. Dieses strategische Gebiet, die sogenannte Suwalki-Lücke, ist einer der verwundbarsten Engpässe der NATO, da es der einzige Landkorridor zwischen dem Baltikum und dem restlichen Bündnisgebiet ist. Wer auch immer die Suwalki-Lücke kontrolliert, beherrscht die komplette Konfliktregion. Daher muss die NATO alles tun, um den Landzugang zu den baltischen Staaten aufrechtzuerhalten, während Russland die Lücke so schnell wie möglich schließen möchte. Die Suwalki-Lücke ist auch für Litauen von entscheidender Bedeutung, da das Gebiet Zugang zur Stadt Kaunas bietet, die am Zusammenfluss zweier großer Flüsse liegt und das Land in zwei Hälften teilen könnte. In der Vergangenheit griffen sowohl Napoleon als auch Hitler über die Suwalki-Lücke an. Im Ersten Weltkrieg führten die russischen Streitkräfte einen Gegenangriff durch den Korridor und später war die Region ein entscheidendes Schlachtfeld im Polnisch-Litauischen Krieg. Die hügelige Topographie des Suwalki macht es schwierig, ihn zurückzuerobern, wenn er verloren geht. Aber eine defensive Verstärkung durch die NATO ist aufgrund der russischen Transportwege nach Kaliningrad diplomatisch heikel. Genauer gesagt hat Russland jederzeit das Recht, die Suwalki-Lücke zu durchqueren, um mit Kaliningrad verbunden zu bleiben, und diese Zugangsfreiheit stellt für Moskau eine rote Linie dar. Die Teilnahme Weißrusslands an der Übung Zapad 2017 hat gezeigt, wie leicht Russland die Ostflanke der Suwalki-Lücke kontrollieren kann, um dann seine Militäreinheiten hindurchzubewegen. An der Westflanke stehen allein in Kaliningrad drei Brigaden mit rund 15.000 Mann bereit. Zum Vergleich: Litauens gesamtes reguläres Militär zählt etwa 18.000 Soldaten, die allerdings nicht so gut ausgerüstet sind wie die Russen, während die NATO-EFP-Einheiten nur etwas mehr als 4.500 Soldaten umfasst. Im Grunde genommen sind die russischen konventionellen Streitkräfte, die in dem Gebiet zur Verfügung stehen, etwa 8:1 größer als die NATO-Truppen. Aufgrund der aktuellen Lage hat die NATO ihre Präsenz im Baltikum erhöht, aber die stationierten Truppen können dennoch nicht mit den Russen mithalten. Jede weitere Verstärkung der baltischen Verbündeten ist politisch riskant und aufgrund der in Kaliningrad vorhandenen Waffen logistisch kompliziert. Selbst im Bereich der Flächenkriegsführung hätte es die NATO schwer, die Luftüberlegenheit über dem Schlachtfeld zu erlangen. Die NATO ist technisch und militärisch in der Lage, die russischen Raketensysteme in dem Gebiet auszuschalten, aber die für einen solchen Angriff erforderliche Feuerkraft würde die Spannungen über den Punkt hinaus eskalieren lassen, an dem es kein Zurück mehr gibt. Ein hohes Risiko, welches man in einem Konflikt mit einer Atommacht genau abwägen muss. All dies bedeutet, dass Russland die derzeitigen NATO-Truppen in der Suwalki-Lücke wahrscheinlich leicht überwältigen und die baltischen Staaten isolieren könnte. Angesichts der Bewegungsfreiheit, die Russland in diesem Gebiet genießt, sowie der Nähe seiner Streitkräfte in Belarus und der Langstreckenraketen aus Kaliningrad, könnte dies sehr schnell geschehen. Selbst bei einer raschen Verlegung von NATO-Streitkräften, wie sie in Defender Europe 20 vorgesehen ist, ist es unwahrscheinlich, dass das Gebiet lange genug verteidigt werden könnte, um Verstärkung zu erhalten.
Die militärische Rückeroberung der Suwalki-Lücke würde ein großes politisches Engagement der einzelnen NATO-Mitgliedstaaten erfordern. Alles in allem ist die Verwundbarkeit der NATO im Baltikum den militärischen Führern gut bekannt und wird von ihnen sehr beachtet. Aber in der Öffentlichkeit der Mitgliedstaaten ist sie weniger bekannt. Eine stärkere Sensibilisierung für die militärischen Gegebenheiten kann Fehlkalkulationen verhindern, denn die Demokratien in der NATO müssen die Bevölkerung beim politischen Spiel mit dem Feuer auf ihrer Seite wissen. Artikel 5 der NATO besagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied der NATO ein Angriff auf alle ihre Mitglieder ist. Dies ist der Grundstein des Bündnisses. Wenn es das Ziel des Kremls ist, die NATO zu untergraben, dann kann es dies unter anderem dadurch erreichen, dass er demonstriert, dass das Bündnis nicht alle seine Verbündeten schützen kann. Das Baltikum ist der beste Ort, um diese Theorie auf die Probe zu stellen. Das war Caspian Report. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos über Politik, Wirtschaft und Geschichte sehen wollt, abonniert doch den Kanal. Wir würden uns sehr freuen.